Wie hängen Burkhard Heims Dimensionen 5 und 6 eigentlich zusammen? Und vor allem, wie hängen diese mit dem Rest der Welt zusammen? Um das zu verstehen, ist es heute wieder Zeit für ein bisschen Synchrometrie. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wenn ihr diese Videoreihe bislang aufmerksam verfolgt habt, dann ist euch vielleicht eines aufgefallen. Ich habe sehr ausführlich euch diese Einteilung der Dimension X5 in Strukturstufen erklärt, aber ich habe außer ganz am Anfang eigentlich noch nie die Dimension X6 erwähnt. Dafür ist es jetzt allerdings endlich Zeit. Gleichzeitig bedeutet das, wir können maximal auf der Hälfte sein unserer Spannenreise durch den Transbereich der Welt. Wenn wir jetzt beginnen, die Dimension 6 zu erobern, dann müssen wir uns aber noch besser orientieren können, damit wir uns nicht verlieren. Also, wie hängen die Dimensionen 5 mit der 6 zusammen? Und vor allem, wie hängen diese beiden mit der gewohnten Raumzeit zusammen? Machen wir mal einen kleinen Exkurs zu Burkhard Heims Ableitung der Dimensionalität des Welttensoriums und seinem einheitlichen sechsdimensionalen Energiedichtetensor. Dort, wo ihr Zahlen seht, das beschreibt die möglichen Wechselwirkungen zwischen Vorgänge in verschiedenen Dimensionen. Und keine Angst, ich möchte nur auf ganz allgemeine Sachverhalte hinweisen. Der erste Komplex, 1,1 bis 4,4, der beschreibt die ganz gewohnten raumzeitlichen Vorgänge, bei denen wir ganz quantitativ Physik betreiben können. Dann der zweite Komplex, 4,4 bis 6,6, der beschreibt offenbar Wechselwirkungen des Transbereiches mit der Zeit. Und nur in einem Punkt, nämlich in 4,4, also der Zeit, gibt es eine Überschneidung. Das bedeutet, nur über die Zeit können die Vorgänge im Transbereich gewissermaßen in unsere normale materielle Welt eingeschleust werden. Übrigens, da wo Nullen stehen, dort gibt es keine direkten Wechselwirkungen. Wenn es die gäbe zwischen etwa den Transdimensionen und dem normalen Raum, dann müssten ständig ganz merkwürdige Erscheinungen neben uns auftauchen und das tun sie aber nicht. Deswegen gibt es dort keine Wechselwirkungen. Es muss uns also vor allem darauf ankommen, zu verstehen, wie die Dimensionen 5 und 6 mit der Zeit zusammenhängen. Wir haben gelernt, was ein Metroplexkombinat ist. Wir haben auch gelernt, die Einteilung der Dimension X5, die nimmt Burkhard Heim in Form dieser Strukturstufen vor. Der Grad des Metroplexes, der steigt also entlang der Achse X5 und deshalb nennt Heim das die graduelle Tektonik des Metroplexkombinates. Tektonik, das kennt ihr von Architektonik, bedeutet so viel wie Aufbau, Struktur und so weiter. Nähern wir uns mal X6. X6 haben wir immer genannt Strukturdynamik. Das heißt, Strukturen verändern sich. Aus einem Zustand wird ein anderer. Und in den Begriffen der Synchrometrie bedeutet das, es findet eine Neusynkulation statt. Eine Synkulation, erinnern wir uns, war eine Änderung des Syndroms innerhalb unseres Metroplexes, also innerhalb derselben graduellen Strukturstufe. Wenn sich jetzt also ein Objekt verändert, dann verändert sich also sein Synkulationsniveau. Bezogen auf einen physikalischen Vorgang in Raum und Zeit bedeutet das, ein Syndrom beschreibt seinen Zustand, seine Position und seinen Zustand im einen Moment und das nächste Syndrom beschreibt ihn im anderen Moment. Der Zustand wird also in jedem Moment von einem anderen Syndrom innerhalb meines Metroplexkombinates beschrieben. Und deshalb nennt Burkhard Heim das die syndromatische Tektonik. Und die liegt in X6. Im Bereich der Quantenphysik ergeben sich daraus übrigens umfassende Konsequenzen für deren Deutung. Dazu kommen wir aber im nächsten Video. Jetzt gibt es noch eine dritte Form der Tektonik, welches eigentlich die interessanteste ist. Und gleichzeitig ist das die halbe Lösung zum zweiten Wort in diesem schönen Titel Syndrometrische Maximenteleszentrik. Wir wollen also über Telezentrik sprechen. Stellt euch vor, ihr wollt von eurem Zuhause aus nach Rom fahren. Da habt ihr die Wahl. Ihr könnt mit dem Auto fahren.
Ihr könnt auch mit dem Zug reisen. Ihr könnt auch fliegen. Ihr könnt mit dem Auto oder mit dem Zug zum Flughafen fahren. Wenn ich diese Reise mit dem Auto machen würde, dann hätte ich die Wahl. Ich könnte über München, Salzburg und Verona fahren oder über Konstanz und Mailand. Ich könnte auch über Landstraße fahren teilweise oder ich muss Umwege machen wegen Baustellen. In jedem Fall käme ich an mein Ziel, denn es heißt ja seit der Antike, alle Wege führen nach Rom. Die Straßen, die ich nehmen kann, die stellen jetzt verschiedene Singulationsstufen des Metroplexes dar, der meine Reise beschreibt. Und die Menge dieser Singulationen, die findet statt auf einer Area, also einer Fläche. Das ist in diesem Fall ganz einfach meine Straßenkarte. Ich starte zunächst mal an einem definierten Punkt. Für die ersten Kilometer der Reise ist es noch nicht denkbar, dass ich sie variiere. Deshalb ist der Verlauf meiner Area in diesem Bereich monodrom. Er hat also nur eine Möglichkeit. Jetzt komme ich aber an das Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck und dort habe ich zwei Möglichkeiten. Ich bleibe auf der A7 oder ich biege ab auf die A70. Ab diesem Punkt wird meine Area daher polydrom. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Und das Autobahnkreuz selber, das ist ein Polydromiepunkt meiner Area. Natürlich kann ich noch weitere Verzweigungen und Unterverzweigungen einbauen und das Ganze kann sehr schnell groß und unübersichtlich werden. Bei Modena laufen zwei Zweige meiner polydromen Area wieder zusammen. An diesem Autobahnkreuz gibt es daher einen Kollektor, ab dem meine Reise wieder monodrom verläuft. Rom selber ist mein Ziel in der Ferne, auf das alle meine Wege hinführen und deshalb ist Rom mein Telezentrum. Irgendwann werde ich auch wieder die Rückreise antreten und dann durchlaufe ich dieselbe Area in umgekehrter Reihenfolge, wodurch mein ursprüngliches Zuhause, also mein ursprünglicher Startpunkt, jetzt mein Telezentrum ist. Und aufgrund dieser Symmetrie unterscheiden wir gar nicht mehr zwischen Start und Ende, es sind beides Telezentren. Eine solche Area, in der alle möglichen Singulationen zwischen zwei Telezentren verlaufen, die heißt Televariant. Wenn es in der Area nur ein Telezentrum gibt, dann heißt sie partiell Dysvariant. Das wäre auf unser Beispiel bezogen so etwas wie, ich würde meine Koffer packen, zum Flughafen fahren und erst dort entscheiden, last minute, wo ich hinfliege. Hat eine Area gar kein Telezentrum, dann ist sie total dysvariant. Das wäre so, als hätte ich keinen festen Wohnsitz und kein bestimmtes Ziel und würde ein Nomadenleben führen. Um Burkertheims Worten jetzt Genüge zu tun, die Menge dieser Singulationen, die nennt er ein Äondynenpanorama. Eine Äondyne ist ein Metroplex, dessen metrophorische Elemente und/oder Singulationsgesetze von einer Anzahl kontinuierlicher Parameter abhängen. Ich sage das nur der Vollständigkeit halber, falls ihr es mal in den Originalschriften nachlest, im Folgenden hat das keine Bedeutung. Somit können wir also ein Metroplex-Kombinat auch noch charakterisieren hinsichtlich seiner Polydromiepunkte und seiner Telezentren. Übrigens kann jeder Polydromiepunkt auch als ein Untertelezentrum aufgefasst werden, beziehungsweise als Telezentrum einer Unterarea. Und das Ganze ist die telezentrische Tektonik unseres Metroplex-Kombinates. Diese telezentrische Tektonik, die charakterisiert die Entwicklungsrichtung aller Dinge und sogar des gesamten Kosmos. Diese Entwicklungsrichtung ist nicht umkehrbar und sie ist auf die Zeit immer bezogen. Burkertheim nannte sie die Richtung der kosmischen Bewegung. Und diese Tektonik liegt in X4. Schauen wir uns damit jetzt nochmal unseren einheitlichen Energiedichtetensor an. Denn jetzt können wir das schon besser verstehen. In X6 liegt unsere syndromatische Tektonik, die die mögliche Evolutionsrichtung aller Dinge steuert. In X5 liegt unsere graduelle Tektonik, die den strukturellen Aufbau der Dinge charakterisiert. In X4 liegt unsere telezentrische Tektonik, die die Möglichkeit der Erreichung eines Ziels charakterisiert. Und alles materielle Geschehen erscheint dann als eine Abbildung dieser transzendenten und zeitlichen Prozesse.
Wem das noch zu abstrakt war, keine Sorge, in den nächsten Videos werden wir uns das noch genauer angucken und auch besser verstehen. Jetzt aber sieht es für euch folgendermaßen aus. Nach dem Ende dieses Videos liegt nämlich der erste Polydromiepunkt für die Zeit x4 eures Lebens danach. In der Zeit danach wird sich das Strukturniveau eures Lebens möglicherweise ändern, hoffentlich in Richtung einer höheren Stufe in der graduellen Tektonik von x5. Der Verlauf insgesamt aber wird von den möglichen Singulationen in der graduellen Tektonik von x6 bestimmt. Und diese führen euch doch, so hoffe ich, zum Gegentelezentrum, nämlich dem Start des nächsten Videos. Also Leute, bleibt televariant, dann sehen wir uns wieder bei 6 Dimensionen in Farbe.